Okay, ja, dann würde ich sagen, einen wunderschönen guten Tag zum Konsole-Podcast, dem, wie haben wir es genannt? Let's Game! Unser erstes Let's Game, cool, dass ihr dabei seid, es ist eine Premiere und es wird ein großartiges Spiel gezockt werden heute, und zwar CNC Alarmstufe Rot 1? Ich glaube, es ist die Erweiterung, oder? Oder der zweite Teil? Nein, es ist Command Conquer Red Alert. Red Alert 1, genau. Ich habe keine Ahnung. Hallo. Qualitativ hochwertiges Superspiel, was ich mit 5 schon gespielt habe. Ein Klassiker. Das damals gut war und heute mindestens genauso gut ist. Mit dabei sind Janis Krone, Hendrik Scholten, meiner einer und Felix Zimmermann, der von wo auch immer er gerade sitzt, Köln, den Spectator machen wird und dann das Ganze so ein bisschen im Blick haben wird, wie wir drei uns jetzt hier königlich vernichten werden. Und Daniel, du musst noch sagen, wer wir sind. Habe ich doch gesagt, Janis Krone, ja, und Hendrik Scholten. Die Nix, ach so, hinter jenen unseren Alternative. Richtig, in unseren Alternativrealitäten ist Janis Krone der von Mannteufel, der Hendrik ist irgendein Mensch, den keiner kennt, und ich bin Doc Evil und Aquilius spectatet uns, der Felix. Ja, und ich würde sagen, habt ihr alle geradet? Without further ado, we would like to start. Ihr müsst radien, oder? Radien. Ja, ihr müsst erstmal auf radien. So, ich klicke jetzt auf ready. Battle Control. Und dann geht das schon los. Oh mein Gott. Und jetzt geht die ganze krasse Echtzeitstrategie vonstatten. Wow, siehst du jetzt alles? Alter. Ich sehe alles, ja. Ah, das von Mannteufel. So, Powerplan. Da ist Doc Evil. Moment, wo ist denn der andere Lump? Der andere Lump ist... Da ist er. Links da oben, rechts. Okay, oben, also. Rechts unten. Was sehen wir? Wir sehen. Los geht's, los. Okay, also. Ich würde euch alle rushen. Ich möchte Folgendes sagen, erstmal, dass ich wenig Ahnung von diesem Spiel habe. Das heißt also, wenn ihr auch wenig Ahnung habt, dann sind wir sozusagen auf demselben Level und können uns zusammen diesem Spiel annähern. Es beginnt mit einem Construction Yard. Okay. Und dann wird Energieversorgung gesichert. Ich denke, da gehen alle hier relativ konform tatsächlich. Nicht spoilern. Da müssten die beiden anderen selber drauf kommen, die Noobs. Ja, komm, man kann nichts anderes bauen außer diesem scheiß Kraftwerk. Nee, gleich viel Gold. Du musst auf jeden Fall ganz viele. Nee, du hast weniger bekommen. U-Boot-Häfen bauen gleich, nachdem ihr das Kraftwerk gebaut habt. Ja, weil das voll die Wasserkarte ist, du Trottel. Obwohl ja, das ist. Alter, Daniel, ja, da ist nee. Wasser auf der Karte. Ja, ich weiß, aber du musst da außen rumfahren, dann kannst du da auch nichts mitmachen. Ja, ja. Eigentlich. So. Oh, da passiert was. Was bin ich denn überhaupt? Ah ja, ich bin hier. Germany, richtig. Ah ja, genau. Okay, also das ist sehr interessant. Ich würde ranzoomen bei der Grafik, aber kann das wird, glaube ich, schwierig. Wir ergötzen uns einfach ein bisschen an der schönen Landschaft, die hier gezeichnet wird. Und gezeichnet ist sogar das richtige Stichwort in diesem Fall. Kannst du denn den negativen Unterton im Maß herstellen? Ich lasse ihn raus. Ich lasse ihn negativ, natürlich. Ich finde das Spiel eigentlich gut. Okay, also hier wird dieses Erz anscheinend abgebaut. Das sieht so aus, als wäre das wohl der Rohstoff. Das ist auf jeden Fall was Gutes. Das ist Gold, das liegt auf der Erde. Ach stimmt, so funktioniert das also. Oh, wir sehen schon hier unterschiedliche Taktiken tatsächlich. Ich versuche natürlich jetzt niemanden hier zu spoilern. Ja echt, ohne Witz. Verrate ihm nichts. Nein, ich verrate ja auch nichts. Ich möchte nur in den Raum werfen, dass wir hier schon... Muss ich eigentlich schon Barracks bauen jetzt oder noch nicht? Ja doch, denke wäre besser. Okay, dann mach ich das. Mach mal lieber. Wir sehen hier unseren Freund, den Daniel, der aktiv wird. Niemals werde ich aktiv. Das heißt, der geht schon los, oder was? Nö, ich sage nur, dass er aktiv wird, aber ihr seid ja auch alle irgendwie aktiv. Ihr baut Dinge ab und baut Gebäude und erkundet. Oh, damn. Und Mannteufel erkundet Dinge. Warum gibt's denn immer nur so kleine nach neuen Rohstoffvorkommen. Oh, aber da hat er natürlich, da hat eine Person, die ich nicht namentlich nennen möchte, natürlich Glück gehabt mit der Goldversorgung. Oh, aber hier auch. Ist das symmetrisch hier? Nein. Ich habe das Gefühl, dass es hier eine benachteiligte Person gibt. Ja, ja. Hier ist keine symmetrische Map. Okay. Oh. Ein erstes Scharmützel. Ich gehe direkt drauf. Oh. Was war das denn für einer? Also wenn das kein Feuerwerk ist, dann weiß ich aber auch nicht. Das ist pure Action. Aber das sind schon relativ viele Truppen tatsächlich. Ich erinnere mich, als ich das mal gespielt habe, dieses Spiel. Alter, ich habe 3 Soldaten, ey. Und richtig gescheitert bin dabei, hatte ich 2 Truppen. Boah, was ist das denn? Ich vermute mal, dass man das wohl einen Rush nennt. Right. Aber der Rush bewegt sich irgendwo hin. Ja, geh mal nach unten. Eine gute Idee. Wo ich hin muss. Sehr gut. Sehr gut. Ich will das ja auch noch spannend halten. Und ich hab Angst vor dem Ernter.
Oh, ich bin gespannt. Wir haben hier jemanden, der etwas, man könnte sagen, wenig in Verteidigungsanlagen investiert hat. Ach, vielleicht könnte das noch zum Problem werden. Oh, oh, ein Gegenrush. Ein Gegenrush. Ja. Oh, was passiert denn jetzt? Aber weiß er, wo er hin muss, ist die Frage. Natürlich weiß er, wo er hin muss. Oh, oh, oh. Vielleicht endet hier jetzt gleich schon die Herrschaft eines unserer Kollegen. Oder auch nicht. Er läuft ein bisschen in der Gegend rum. Ein bisschen erkunden. Ist doch schön. Schneelandschaft. Gibt ja auch viel zu sehen hier. Oh, da oben hat sich ein Infanterist verirrt. Oh, der hat sich da ein bisschen verlaufen. Ah, so eine Guckt Scheiße. Aufs Meer hinaus. Wo ist er denn? Ist die Aussicht. Kann auch nicht so weit weg sein. Wo geht der nur hin, der Junge? Daniel macht eine Tour durch die Schneelandschaft. Ist aber schon Kilometer von dem entfernt, wo er eigentlich hin will. Ja, ich glaube auch. Oh, da ist noch eine Speereinheit. Macht sich auf. Ich muss jetzt einmal kurz, wir müssen uns mal die Produktion angucken. Wir sehen hier, dass unsere beiden nördlichen Mitspieler relativ zeitgleich in diese Factory investiert haben. Diese Factory produziert, würde ich einfach mal vermuten jetzt, Panzer oder sowas Verrücktes. Ich werde mich da einfach mal festlegen. Das kann sein, ja. Quatsch. Nachdem wir hier aus den Baracken kamen, diese Fußsoldaten. Und ich guck mal, unser irgendwie ein bisschen passiv agierender Kollege im Süden. Die Frauengeschwindigkeit ist der Burner. Hat auf jeden Fall passiert auch ein paar Einheiten. Was ist denn das hier? Oh, okay, ja. Wir sehen auf jeden Fall eine unterschiedliche Taktik, aber wir sehen, dass sich unsere beiden nördlichen Kollegen Daniel und Janis auf jeden Fall in eine ähnliche Richtung begeben. Hier wird es auf jeden Fall gleich zur Eskalation kommen. Ich sehe das kommen. Was ist denn jetzt hier passiert? Oh, eine Weiterentwicklung, um Stromversorgung zu sichern. Geht denn die Karte ab? Wo ist er denn? Kann nicht sein. Hier, Kiste. Nimm Kiste mit. Guck mal. Oh, ja. Geld! Geld ist was Gutes. Eine Eskalation droht. Okay, ich will ranzoomen. Ich will das aus nächster Nähe sehen, aber es geht nicht. Oh, ich befürchte, die Aggressoren haben nicht genug Truppenstärke. Oh, oh. Oh no! Ich brauch Granaten! Da werden da schön mit den Granaten die ganzen Truppen von Daniel weggenetzt. Ich würde sagen, naja, kannst du auch schon mal gegeben. Also ich bin viel vorbereitet, da kann man auf dem Rush ja auch nicht sein. Ja, wo bist du denn auch lang gegangen? Ja, was soll du läufst da in der Mitte an der Basis unten vorbei und gehst dann nach unten, obwohl du ja direkt daneben standest. Oh, ein Panzerrush! Ah, der Panzer ist ein bisschen chaotisch unterwegs und fährt lieber durch die gegnerischen Truppen durch, aber vernichtet gerade ein ganzes Bataillon alleine. Sehr beeindruckend auf jeden Fall. Okay. Und was macht denn unser passiver Freund hier im Süden? Unser passiver Freund im Süden möchte sich lieber ein bisschen auf die erneuerbaren Energien fokussieren und baut deswegen Powerstation. Sind die denn alle? Ich sehe die gar nicht. Nee, die sind nicht da. Du sollst lieber mit denen keinen Konflikt auslösen. Ich denke, es ist keine. Wir müssen ja nicht immer Krieg führen eigentlich, oder? Nee. Krieg führen. Aber ich glaube, Daniel vernichtet gerade mit einem, zwei, mit drei Panzern die Basis von Janis. Ich glaube, es endet relativ schnell hier mit Janis. Er hält dagegen mit allem, was er hat, was nicht viel ist. Wer ist denn rot überhaupt? Rot ist der zukünftige Gewinner. Ich will mich nicht angreifen. Ey, ich hoffe, mich zu schießen, Mann. Oh. Wer schießt denn da oben? Jetzt hat Janis auch noch das Problem, dass der passive Hendrik nach oben gefahren ist mit seinem zweiten Trüppchen. Geil, ne? Ey, verrate das doch nicht, dass ich zu wenig habe, Junge. Gar nicht, ich hab nichts gesagt, ich hab nicht gespoilert. Du hast unten eine riesige Armee aufgebaut. Weg. Warum sitzt der auch so nah dran? Das ist ja, da hätte ja meiner sagen können. Oh, oh, oh. Oh, Janis, wie kommst du da nochmal raus? Janis hat sich, glaube ich, schon zurückgezogen. Auch geistig, moralisch, emotional. Ich glaube, bei ihm ist der Zug abgefahren. Aber er produziert weiter, er gibt nicht auf. Aber Daniel hört einfach nicht auf, diese Panzer aus seiner komischen War Factory rauszuballern. Ey, Daniel, auf mich zu schießen, ey! Ja, genau, ihr seid doch eigentlich Freunde so. Deutschland, Russland, die Story. Ah, Tesla Coil jetzt, oder was? Bitch. Oh, ein Tesla Coil. Oh, das ist ja interessant. Boah, ey, könnt ihr euch mal irgendwie aufeinander konzentrieren, die Schweinehunde? Oh, der Janis. Destroy! Destroy! Oh, das ist zerstört worden. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber es ist kaputt. Aber dieses Tesla Coil sieht lustig aus. Das sind beeindruckende Effekte, sieht man, wie das gerade die armen Truppen von Daniel wegseppt. Sepp. Aber der leichte Panzer. Oh!
Der wird vaporisiert. Oh, ich glaube, Janis ist noch drin. Janis ist noch dabei. Janis hat es auf jeden Fall noch überlebt, ja. Ich dachte, das wäre so eine legitime Rush-Taktik und so, wo man einfach reingeht und alles Ja, ist es auch. Ja, man muss sich auch so ein bisschen verteidigen können. Aber Verteidigung kann halt auch ein bisschen was. Ja, stimmt. Ah, du Trottel, ey, geh mal anders ernten. Was macht Daniel jetzt? Wie reagiert er auf diesen fehlgeschlagenen Angriff? Die Schmach von Nordsibirien. So. Oh, was passiert da? Wir haben Truppenbewegung. Was kann man denn noch mal bauen hier? Let's do a radar dome. Oh, eine Person X wird aber jetzt entdeckt, weil sich da eine andere Truppe verirrt hat. Die macht Sit-Ups. Macht die Truppe Sit-Ups? Ja, die jetzt ist die Truppe tot. Das war's. Jetzt weiß aber Janis Bescheid. Blöd. Das ist blöd, ja. Man ist gespannt, wie Janis jetzt auf die Aggression reagieren wird. Denn gleichzeitig von links, Daniel mit einem erneuten Angriff. Er lässt einfach nicht locker. Gespannt ist, wie die beiden die Tesla-Coils überwinden werden, die Janis natürlich in weise Voraussicht gebaut hat. Um hier nicht komplett zerstört zu werden. Ja, aber Tesla-Coils sind auch... Selbstmord, super gut. Bei Hendrik. Hoch im Kurs. Oh nein! Oh, Janis. Du konntest vielleicht einen Aggressor abwehren. Aber jetzt kommt natürlich die geballte Ladung und der Hendrik Scholltor. Oh, was ist das? Eine neue Truppe. V2-Raketen. Oh. Oh, okay. Die sehen auf jeden Fall gut aus, aber die haben eine sehr, sehr langsame Schussrate. Ah, die machen natürlich sehr, sehr, sehr soliden Schaden. Mammutpanzer. Das ist also dieser berühmt-berüchtigte dieser Panzer, der so gut ausbalanciert ist. Right. Deswegen dieses Spiel immer noch natürlich in der E-Sport-Szene so beliebt ist und intensiv auf großen Turnieren gespielt wird und immer noch erfolgreicher als League of Legends und solchen komischen Spiele. Wow, die Tesla ist so böse. Kann man, ich frage euch das jetzt mal, kann man gegen diese Tesla... Ja, man kann sie ausschalten. Also die braucht halt Strom. Kannst du eigentlich per Luft die ausschalten, ne? Ja, ich habe keine... Oh, ich habe gerade links oben so eine Zeitanzeige gesehen. Ich hoffe, ich spoilere euch da jetzt nichts. Cool. Aber diese Zeitanzeige sagt... Atombombe! Oh nein! Atombombe! Was geht? Oh nein. Ich glaube, das sehen die alle. Ja, das sehen wir alle. Okay. Produziert die jemand von euch oder passiert das von selber? Nee, die ist schon gebaut. Die ist von Hendrik wurde Hendrik einfach baut viel zu lange nicht angegriffen. Das ist das Problem. Oh, jetzt sehe ich das. Ah. Das stimmt. Lass dem aber auch, tatsächlich einigen Freiraum, ne? Das stimmt. Ja, weil Daniel sich die ganze Zeit fälschlicherweise auf mich konzentriert. Das ist natürlich nicht so gut. Nee. Das kann ich auch sagen an deiner Stelle. Aber es ist auf jeden Fall ein ziemliches Schlachtfeld schon bei dir, Janis. Alter, was passiert hier? Ach, diese Flugzeuge, die dich die ganze Zeit durch die Gegend fliegen, lassen kleine Kisten fallen. Ja. Oh, das ist ja süß. Die kann man einsammeln, dann ist das gut. Und dann ist das gut. Das gibt manchmal Geld. Oh, aber Jan, also so, wenn Janis mit so einer Truppe natürlich dagegen hält, dann kannst du mit so Kindergarten nicht kommen, Daniel, ne? Nee, das wird nichts. Also hier immer einzeln so einen Panzer reintröpfeln lassen? Das kannst du absolut vergessen. Ja, ich glaube, die Zeit für Rush ist vorbei. Was kann man denn hier noch so bauen? Oh, glaubst du, nach 11 Minuten ist die Zeit für Rush vorbei? Ich glaube, konzentrier dich doch mal eben auf Hendrik, Daniel. Ich weiß doch nicht mehr, wo der ist. Nein, Daniel, wir müssen das... Ja, der ist unten! Wir müssen Balancing machen. Erst müssen wir die alles vernichten und dann müssen wir das zusammen. In einem finalen Endkampf zwischen Bolschewiken und Faschisten müssen wir es ausgehen. Genau. Ja, das weißt du doch. Der Trick ist aber, nur eine der beiden Parteien hat die Atombombe. Ja, ist sie. Korrekt. Wer hat die Atombombe? Das ist die Frage. So, ich muss jetzt erstmal hier erkunden. Erkunde mal. Irgendwo nicht. Da... Aber Daniel, wenn du mich jetzt angreifst, dann muss ich die Atombombe auf dich werfen. Ich sehe schon, Daniel, wie du da jetzt reinfährst und du fährst irgendwo entlang und dann fährst du wieder zurück nach Hause. Ja, ja. Und so, wo war der denn? Keine Ahnung. Irgendwo rechts unten, meine ich. Guck mal, wie du dich dem kleinen Panzer langsam herantuckerst. Von unten! Du Ratte. Okay, das dauert jetzt nur eine Stunde, bis er dieses Powerplant gekillt hat. Das ist toll. Ja, vielleicht reagiert er. Oh, ich glaube, Hendrik reagiert. Schau mal, ob hier oben ist irgendwas money. Tut. Oh, okay, das Give ist interessant. Give me more YouTube money. Ich bin gespannt. Okay, der Panzer konzentriert sich lieber auf das Gebäude, anstatt auf die ihn zerstören wollen. Nee, die sehe ich nicht mehr. Ist ein guter Panzer. Ein Panzer, der für seine Ziele auch einstehen kann. Der hat Ideale noch, der Panzer. Und er ist auch für sein Vaterland gestorben.
Finde ich gut. Ja, ich bin ja auch total dabei. Was machen wir denn hier? Text. So ein Mist, ey. Tatsächlich, die Deutschen gegen... Was haben wir hier? Sind das auch? Ah ja. Du musst Schiffe bauen. Das kann man nennen. GPS-Satellite. Also ich würde jetzt mal als Noob einfach mal behaupten, dass es darum geht, die ganze Karte aufzudecken, nicht wahr? Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Gut. Ich bin gespannt. Aber ihr wisst schon, dass der nach der Atombombe fertig ist, ne? Ja, das ist wahr. Ah, I need money. Weißt du, wer ist nach der Atombombe fertig? 5 Minuten, 7 Minuten? Der Satellit. Achso, ja. Piep, piep, also, kleiner Satellit. Oh, was war das? Nein! Nimm durch die Zeit. Oh, ich hab eine böse Kiste eingesammelt, Mann. Scheiße. Scheiße. Das sagt hart. Böse Kiste. Oh. Eine böse Kiste macht alles weg. Also wir haben hier jetzt, wir sehen hier in der vollen Rasanz, die dieses Spiel entfaltet, wie sich hier eine Horde Panzer langsam ihren, also wirklich langsam, ihren Weg durch die Region bahnt. Was kann ich denn hier? Ich will. Langsam, aber sicher. Wo ist es? Ein Panzer in seinem natürlichen Habitat. Okay, die Panzer setzen sich doch nicht zur Ruhe. Die Panzer bewegen sich. Ich bin gespannt. Ich habe immer gehört, diese Mammutpanzer sind komplett überpowered. Sie sind halt super langsam, ne? Glaube ich. Deswegen bin ich also gespannt. Wir sehen die Testerspulen, wo haben die ja gerade zerstört. Ja, das stimmt. Ja, mal gucken, was jetzt passiert. Nicht, dass ich jetzt wüsste, dass sich hier jetzt gleich ein Konflikt anbahnen würde oder so. Konflikt? Das geht doch überhaupt nicht um Konflikte hier. Die Frage ist, wo der Konflikt ausbricht. Keine Ahnung, entweder bei Daniel oder bei dir. Oder bei Scholtor. Daniel, du Pisser, verpiss dich da. Wie geht denn das hier? Ach, scheiße, wie kann man denen einen Angriffsbefehl geben? Das ging irgendwie. Wie einen Angriffsbefehl geben? Was hast du denn gerade bei Jannis gemacht, bis gerade eben? Naja, wenn... Watch this. Oh, okay. Jetzt verstehe ich, warum dieses Spiel so von allen Leuten geliebt wird. So, das ist ja richtig tiefgründig. Ja. Oh Mann, ey. Oh fuck, was hat er getan? Jetzt weiß ich wenigstens, wo Hendrik ist. Schießt sogar. Das sind aber auch Gegner. Vielleicht willst du auch auf die Gegner schießen, Daniel. Wo ist denn? Warum kann ich denn nicht? Aber du kannst auch gerne die Brücke zerstören. Alter, das dauert mir aber auch echt ein bisschen zu ewig. Ah, oh, doch, also sie bröckelt, sie bröckelt. Geht doch. Ich bin sehr gespannt, wie ihr jetzt, also, wollt ihr euch jetzt einfach noch, wollt ihr warten, bis der große Aggressor Scholton kommt und euch alle vernichtet? Ja, ich schätze. Nee, ich suche die ganze Zeit einen BMP, warum kann ich keinen BMP bauen? Das ist doch scheiße, ist das der Ranger? Die Brücke. Okay, also wir haben jetzt hier 4 Panzer und 4 Fußsoldaten, die jetzt schon seit... Eine Stunde? 3 Minuten ungefähr auf die Brücke geschossen haben und jetzt haben sie es. Sie schießen immer noch. Wo schießen die denn jetzt? Die Brücke ist kaputt. Ah, ja, weil das Frage ein ist doch vor allen Dingen permanenter Angriffsbefehl ist. Das muss so. Ach so. Das muss so, ja. Ja. Das ist echt nicht das beste Strategiespiel. Daniel glaubt, wenn man die Brücke kaputt macht, dann kann auch die Atombombe nicht bis zu einem Basis reinkommen. Oh, Jannis. Also ich würde ja jetzt, also ohne jetzt Profi zu sein, würde ich ja sagen, warum kämpfst du nicht unter den Tesla-Spulen, die du da hast? Die haben ja so eine lange Reichweite. Ja, mit deinen Truppen und deiner... Ach Gott, das kann man sich ja nicht angucken, das ist ja grausam! Ja, okay, aber ich glaube die... Was ist der Silos needed? Nur noch 2 Silos needed, das kann ich auch nicht verstehen. Okay. Bin gespannt, wie das jetzt abläuft. Warum baut ihr eigentlich keine Mammutpanzer? Weil ich Deutschland bin und die nicht bauen kann. Okay, aber Jannis könnte doch Mammutpanzer bauen, oder? Ja, könnte ich. Aber du verlierst lieber. Das ist nicht so einfach, das ist ja auch mit der... Ach Daniel, du bist doch ein Langweiler. Gib's doch jetzt. Ah, wie die eine Tesla-Spule einfach Daniels Angriff komplett zunichte gemacht hat. Ja! Okay, das war's, GG. Daniel hat ein Powerplant zerstört. Hat sich voll gelohnt, hat überhaupt nichts gekostet. Ja, perfekt. Scheiße. Und die beiden Mammutpanzer von Scholto sind einfach oben geblitzdingst worden, das war's. That's it. Puff, einfach verpufft. Aber die Uhr tickt immer noch gegen euch. Die Uhr tickt immer noch gegen uns. Wir müssen uns irgendwie was überlegen. Lieber Herr Daniel. Mhm.
Bin mir nicht so sicher, was ich denn da Sinnvolles machen kann. Du kannst wieder zwei, drei Panzer runterschicken, um kaputt gemacht zu werden. Ups. Das halte ich für die beste Lösung. Ich bin ein bisschen konsterniert, dass ich keine BMPs bauen kann, aber. Was sind denn BMPs überhaupt? Genau, was sind BMPs? Klär's auf. Die bewaffneten Mannschaftstransporter. Wo ich eine Tanja reinsetzen kann und die dann schnell gefahren wird. Oh. Ich würde sagen, das Spiel nähert sich seinem Ende. Die Atombombe ist fast fertig. Ja, ist der Aggressor aggressiviert. Und die Atombombe ist nicht so stark. Nee, die macht sich so viel kaputt. Oh, Alter, ist das denn schon wieder? Ah, die Tesla-Coils sind ganz schön stark. Atombombe ist krass. Nee, Atombombe ist so semi, du. Echt? Ja. Ist mehr so Abschreckung, ne? Ja. Ich kenne das. So. Ach, fick dich, Low Power. Janis hat sich anscheinend weiterentwickelt. Das finde ich sehr interessant. Oh. Wie werden eigentlich die Gebäude immer gebaut? Muss da kein Fahrzeug hinkommen, um die zu bauen? Nee, nur die... Weil die tauchen immer so aus dem Nichts auf und ich denke immer, vielleicht habe ich einfach nur die Fahrzeuge übersehen. Nee, es gibt nur das Baufahrzeug, was den Bauhof baut und Atombombe. Kann man die denn jetzt auswählen überhaupt? Ja, ist eine gute Frage. Das weiß ich auch leider nicht so genau. Keiner weiß es. Ah, ich weiß es. Ah, nein. Knut deploy. Weil Janis mir nicht geholfen hat, weiß ich jetzt auch, wo die hinkommt. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Oh. Hier. Daniel, komm mir zu Hilfe! Wo bist du denn? Nein, Daniel, greif an! Ja, ich kann nicht. Ich komme hier an den Tesla-Coils vorbei. Das ist doch kacke. Das stimmt. Aber warum hast du nur so schwache Truppen? Ja, weil ich Deutschland bin. Warum spielst du die schwachen Deutschen? Weiß ich auch nicht. Weil ich dachte, ich könnte einen Rush machen. Oh. Atombombe. Scholten opfert seine eigenen Truppen. Fliegen sehen? Er opfert seine eigenen Truppen! Was macht der Junge? Oh. Jetzt bin ich gespannt auf die Effekte. Oh! Moin! Ja, das war's für mich. Das ist doch nicht euer Ernst. War das jetzt die Atombombe? Ja, ich... Das ist die Atombombe. Daniel, danke sehr. Danke sehr. Was? Du musst mal hier... Du hast ja irgendwie die ganze Zeit nichts gegen den lieben Herrn Hendrik aus der Reihe. Doch, den habe ich immer beschossen. Ja, ich unterstütze Janis in seiner Einschätzung. Als objektiver sozusagen Beobachter. Nachdem ich dich immer beschossen habe. Aber ich raste aus. Was für eine Schmach. Ob Deutschland da wohl noch irgendwas machen kann? Na, ich befürchte nicht. Ich befürchte auch nicht. Oh, ich könnte Medium-Tanks bauen. Viel besser als Light-Tanks. Ich glaube ich gar nicht. Doch, ich wohl. Daniel, wenn du jetzt mal zu mir zur Hilfe kommst, dann haben wir vielleicht noch eine Chance. Wo bist du? Also, ist oben, der... ey, du hast mich 1000 Mal angegriffen, du weißt ganz genau, wo ich bin. Und da bist du angegriffen, oder was? Ja, die ganze Zeit schon. Nee, gar nicht. Weißt die Atombombe ist auch nur ungefähr da gelandet. Ja, ich hatte doch die böse Kiste, ich sehe die Karte nicht mehr. Du Spacken, ey. Oh je. Ich befürchte, der Zug ist abgefahren für euch. Der Zug ist auf jeden Fall abgezahnt für mich. Ja, aber für Daniel auch. Also obwohl Daniel mich damit so Figürchen zu rushen am Anfang läuft. Mit seinem Light Tank kann er ja nochmal gucken, ob er gegen gefühlt 30 Mammutpanzer nochmal was ausrichten kann. Ich kann jetzt auch Medium Tanks bauen, Mann. Oh, jetzt kannst du Medium Tanks bauen? Warum kann denn Hendrik schon seit ungefähr einer Stunde Mammutpanzer bauen? Weil der sofort das Tech-Zentrum gebaut hat, weil man als Russe nichts anderes machen kann, als die Dinger zu bauen. Aber er hat ja jetzt gewonnen. Ich kann aber schreiben. Schreib mal. GG. Ah, fucking Mann. Aha. So bewahrt man also die Online-Gaming-Etikette, ja? Ja, auf jeden Fall. Ja, Mammuts ja, okay, und Tesla sind hier oben. Halt so ein bisschen... Kann man ich sehe immer irgendwie angucken. Noch nichts von Daniel. Ich weiß gar nicht, was Daniel die ganze Zeit gemacht hat. Daniel hat sich ja mal auf Boote spezialisiert. Ich man weiß das nicht, was ich halt so macht. Boot bauen kann. Unglaublich, ey. Da habe ich noch nicht gefunden, ich kann eine Krone. Ah, Naval Yard meinst du? Das gibt auf jeden Fall noch eine Revanche, meine Lieben. Ich frage mich ja. Kam da gerade schon wieder eine Atombombe an? Ach ne, das war mein Satellite, okay, hat kam. Worauf Hendrik wohl wartet? Zweite Atombombe ist für dich, Daniel. Alles klar. Achso, jetzt ist dieses GPS-Ding hin. Was ist denn mit diesem GPS-Ding?
GPRS oder was das Kannst du jetzt die ganze Map sehen, Daniel, und siehst, dass du eigentlich aufgeben kannst? Jetzt kann ich sie sehen, ja, geil. Ah, I see. Ne, aber ich seh nichts Aktuelles, also das ist halt doof. Boah, Hendrik hat aber auch die beste Position, ne? Ja, hat er auch. Ja, der war viel zu weit weg von uns. Ne? Ja, so kennt man ihn. Der kann nur gewinnen, wenn er Glück hat. Gundam, Destroyer, Cruiser. Tja. Jetzt sehen wir, wie sich die Panzer langsam ihren Weg zu Daniel bahnen. Mm. Oh nee. Du kannst noch dein Testament schreiben, die Sache ist ab. Die Sache ist vorbei. Nee. Cool. Du hast noch 5 Minuten, bis der Atombombe kommt. Dann ist es auf jeden Fall vorbei. Mhm. Oh ja. Das wird nichts mehr. Kann es sein, dass die Russen auch Tesla-Coils haben und die Deutschen auch das nicht besitzen? Ja, du hast halt als Alliierter auf Wassermaps einen super starken Vorteil. Diese Kreuzer, als sie super sick sind, die können ja über die Hälfte der Karte schießen und sind halt super krass. Achso, aber Daniel, du hast sogar einen Hafen. Ja, 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 baut so? Die halt nur erst jetzt in der wievielten Minute? 25. Minute. Achso, ja. Kann das gut verstehen. Ein echter Profi. Ja, so ein Cruiser braucht halt 5 Minuten, um zu bauen, ne? Kann ja nichts dafür. Ah, das ist scheiße. Okay, wir schauen uns noch an, wie das Spiel jetzt hier von... Tatsächlich, das letzte Mal, dass ich die Alliierten in diesem Spiel gespielt habe, ist 25 Jahre, nein, 20 bestimmt her. Oder wie alt ist das Spiel? Doch, bestimmt. Bestimmt kommt, 100. Kommt hin. In den letzten Beef-Runden habe ich nämlich immer Sowjets gespielt. Das ist eine ganz andere Taktik jetzt am Start. Da, jetzt ist der Kreuzer, glaube ich, fertig bei Daniel, ne? Ist das ein Kreuzer? Ja, der erste. Schieß mal auf die Mammuts oben. Du kannst Wo sind die denn? Ich sehe die nicht. Ach doch, ich sehe sie wohl. Ah, okay. Du müsstest sie auch von da schon treffen können. Nimm dir die Zeit. Oh, du hast alle Zeit der Welt. Oh, was sind das für... Und dann so ein kleines Geschütz hier, anstatt so einer blitzeverschießenden Superkanone. Ja, ja, das ist halt auch nicht schlecht gegen die Infanterie. Ich hab echt das Gefühl, doch, Daniel, dass die Russen ein bisschen OP sind. Schieß, Daniel! Daniel, schieß! Ja, schieß doch! Ja! Raketen! Explosion! Okay, Chaos! Das bringt doch. Du musst halt einfach ein bisschen... mehr Alter, haben als eins. Ohne Spaß, wenn du von den Dingern jetzt irgendwie 4-5 hättest, dann könnte Scholto nichts machen. Nichts. Richtig. Du würdest ihn einfach vaporisieren. Aber so. Wo ist Turret, bau es! Zweifle ich ein bisschen an deinem. Oh, der letzte Mammutpanzer. Bumm! Du hast einen immerhin! Jetzt schaffst das. Der zweite Kreuzer, Daniel, der zweite du bist Kreuzer. Auch schon vom Hafen da. Dürfte auch schon rein. Du kannst schießen. Puss. Sehr gut. Mann, jetzt das wird ja aber echt ein Effektvoll, wenn ich meine eigenen Gebäude zerstöre. Das ist halt doof. Ja, aber die gehen auch sonst auch kaputt. ich glaube aber, der Zug ist abgefahren. Weiß ich nicht. Du hast ja noch 3 Minuten, um zu gewinnen, bevor ich die Atombombe bekomme. Ja, die Atombombe kann ja nichts. Ja, die macht halt meine Hälfte meiner Basis zerstört. Deine ganzen Gebäude dann kaputt so. Und dann kannst du nichts mehr produzieren, würde ich mal behaupten. Pam. Zack. Ja, okay, das ist natürlich gut jetzt. Man hört auch von Hendrik gar nichts mehr. Ne, der ist beschäftigt, ne? Er ist beschäftigt. Daniel ist schon ein harter Gegner. Härter als du auf jeden Fall. Ja. Pass mal auf, ich versuche auf jeden Fall gleich die Flasche waschen die ganze Zeit. Gucken wir mal, wer der bessere Spieler ist. Ey. Ja, ich muss gleich weg übrigens. Ich habe noch Tee bei meiner Oma. Sorry, Leute. Ja, ich kenne das. Oh Gott. Ja, Daniel, du kannst aufgeben, dann machen wir Rematch. Ja, aber... Ja, warte, zwei Minuten noch, da habe ich eine Atombombe, Alter. Ich will meine Macht ausnutzen, bitte. Wo ist denn hier der... Ich sehe das Schiff gar nicht. Ja, das ist ja auch der Trick. Der ist ja weit weg. Nee, Daniel ist war so klug und hat die Kreuzer direkt an die Küstenlinie gebracht. Sehr gut. Ach, da fahren sie ja. Jetzt macht er die auch noch kaputt. Guck mal, wie weit die schießen können. Ja, Daniel, das ist natürlich schlecht, ne? Da hättest du dich vielleicht mal vorher irgendwie... Das ist natürlich schlecht. Und jetzt bringst du die schön nah ran, damit die von den Panzern kaputt gemacht werden können. Mann, du alter Profi! das kann man schon nicht mit anschauen. Ach komm, die können wir auch nix. Was soll das denn? Schieß. Alter, also, die schießen schon relativ langsam, ne? Ja, und gut. Nur der hat... Ah, da! Bam! Guck mal, einer ist noch weggemacht. Ja. Sehr gut. Du hast fast gewonnen, Daniel, eigentlich. Ja, eigentlich schon, oder? Guck mal, ich habe noch einen Hafen und einen Powerplant. Und Hendrik hat nur 30 Tesla-Coils. Er hätte den bestimmt zerstört. Shit.
Ja gut, ich hätte vielleicht auf Janis hören sollen, das mit dem Schiffen war ein guter Typ. Du solltest immer auf mich hören, Daniel. Immer. Oh. So. Dann machen wir ein Rematch, ich bin kurz AFK. Was heißt das Lost hinter dem Namen? Das ist, also hinter eurem das Namen. Ist, ja, wir sind alle Fans dieser unglaublich tollen Serie. Achso. Und du bist, Won. Ja, das ist Dark Won Jing, der nächste Star Wars Charakter, der groß wird. Ach so. Hoffentlich CGI animiert. Kinnas, hier. Ich muss was gegen meine Gesundheit tun, ich bin ein bisschen gestresst gerade. 2 Minuten Pause, Rematch sofort. Okay. Also bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Terminated.